glaube, es ist wichtig, dass wir das Resultat genauer anschauen. Es ist so, dass wir da noch einen Einmaleffekt drin haben. Wenn man den rausnimmt, dann haben wir einen Gewinn, einen guten Gewinn von über 52 Millionen Franken. Und es ist wichtig, dass man sich überlegt, wer ist verantwortlich für den. Das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im letzten Jahr einen extrem guten Job gemacht haben. Und denen würde ich ganz herzlich danken. Im letzten Jahr, im 2016, haben wir vermehrte Gremien oder sogenannte Boards eingeführt, wo die einzelnen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten die optimale Diagnostik und Therapie für unsere Patienten und Patientinnen festlegen. Damit glauben wir eigentlich, dass wir unsere Behandlungsqualität wesentlich erhöhen können. Das Unispital liegt mitten in der Stadt Zürich. Das ist ein grosser Vorteil, aber auch eine grosse Verpflichtung. Wir wollen das ernst nehmen und darum tun wir in der alten Anatomie des Unispital eine Dialogplattform einrichten, wo wir genau informieren können und wo wir die Diskussionen führen können. Wir wachsen im ambulanten Bereich doppelt so stark wachsen wie im stationären Bereich. Das ist eine ganz neue Herausforderung und wir müssen uns überlegen, wie wir diese Herausforderung in der Zukunft anpacken. Deshalb haben wir beschlossen, dass wir eine neue Strategie verfassen, die uns helfen soll, dass wir wissen, wie wir uns in der Zukunft ausrichten wollen.